heiße Sie alle herzlich willkommen zu dem heutigen Pressbriefing hier vom Science Media Center. Wir möchten gerne heute über Therapieoptionen gegen Covid-19 sprechen. Ich heiße alle Journalistinnen herzlich willkommen und ich begrüße auch die anwesenden Experten. Im Zuge meiner Vorbereitung zu dem heutigen Pressbriefing hier bin ich unter anderem über eine Übersicht des Verbandes der deutschen forschenden Pharmaunternehmen gestoßen. Und auf dieser Seite geben Sie einen Überblick über zahlreiche mögliche Medikamente und Therapieansätze, die sich weltweit in der Erforschung und Erprobung befinden. Und beim Lesen dieser Liste ist mir bewusst geworden, wie wahnsinnig komplex das Thema ist und wie viele molekulare Angriffsziele ausprobiert und erforscht werden, wie viele zugelassene Medikamente, die es bereits gibt, die eigentlich für andere Erkrankungen eingesetzt werden, aber jetzt auch überprüft werden, ob sie auch gegen SARS-CoV-2 helfen können. Und wenn man dann einen Blick wirft auf die S3-Leitlinie zur Behandlung stationärer Patienten, diese Leitlinie werden uns sicher gleich Herr Merpe und Herr Kluge noch mal genauer erläutern, dann stellt man fest, dass eigentlich aber nur sehr wenige Medikamente bis jetzt in die klinische Anwendung geschafft haben. Und wieso das so ist und welche Ansätze existieren, welche Medikamente bereits erprobt wurden und welche Evidenz dafür bereits zur Handlungsempfehlung geführt hat, das wollen wir hier heute besprechen. Und bevor ich Ihnen die Experten vorstelle, möchte ich Sie wie gewohnt darauf hinweisen, dass Sie Ihre Fragen auch jetzt schon im Chat stellen können. Bitte achten Sie aber darauf, die Fragen unter der Option an alle Diskussionsteilnehmer und Zuhörer zu stellen. Da gibt es noch eine zweite Option, die ist sehr ähnlich. Also bitte wirklich darauf achten, dass auch und Zuhörer dahinter steht. Das wäre toll, dann können die Fragen hier auch alle mit beachtet werden. Gut, dann fange ich mal an. Ich möchte mit Herrn Professor Dr. Jörg Merpohl beginnen. Er ist Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg an der Medizinischen Fakultät. Und er ist Direktor von Cochrane Deutschland, der Cochrane Deutschland Stiftung, die auch in Freiburg ansässig ist. Außerdem ist Herr Merpohl Sprecher des Covid-19-Evidenz-Ökosystem, kurz COSYS, das an der Leitlinie mitgewirkt hat. Herr Merpohl, im Zuge dieser S3-Leitlinie wurde die Evidenz aus klinischen Studien zum Einsatz verschiedener Medikamente im Krankenhaus ausgewertet. Wie kam denn diese Leitlinie zustande? Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Vielen Dank, Frau Burkhardt, für die Einführung. Ich erzähle gleich ein bisschen was zu COSYS und wie wir da die Leitlinie draus gemacht haben. Möchte an dieser Stelle vielleicht neben der Einführung von Frau Burkhardt noch kurz ergänzen, dass ich auch in der STIKO mitarbeite. Das ist ein anderer Baustein der Evidenz, mit der wir uns im Moment intensiv beschäftigen. Aber ich weiß, dass es heute primär um die Medikamente geht. In der jetzigen Pandemiesituation ist es ja so, dass wir alle mit einem neuen Virus zu tun haben und entsprechend und auch einer neuen Erkrankung entsprechend viel Forschung durchgeführt wurde. Das ist erstmal grundsätzlich ausgesprochen positiv, aber stellt uns auch alle vor die Herausforderung, dass wir mit immens viel neuen Publikationen und Ergebnissen zu tun haben. Und um dieser Herausforderung gerecht zu werden, haben wir ein Projekt gestartet, gefördert durch das BMBF im Rahmen des Netzwerks Universitätsmedizin, um Ordnung in die Evidenz reinzubringen. Das heißt, wir sammeln und sichten alle Studien, alle Humanstudien, die weltweit durchgeführt werden, auch schon in der Planungsphase über Studienregister. Wir bewerten diese Studien und führen die dann in sogenannten Evidenzsynthesen, lebenden Evidenzsynthesen, weil die regelmäßig aktuell gehalten werden, zusammen. Und möchten dann, und das ist in dem Beispiel hier auch sehr gut gelungen, diese dann auch nutzbar machen für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Und das ist hier ja durch diese S3-Leitlinie, zu der Herr Kluge vielleicht gleich noch was sagen kann, dann auch gelungen. Das heißt, hier mit einem großen Team von 20 Universitätskliniken und auch anderen externen Partnern, inklusive Cochrane International und auch dem deutschen Cochrane-Zentrum, arbeiten wir zusammen, um die Evidenz hier zu sichten. Und dann zusammen mit dem AWMF IMWI, dem Institut für medizinisches Wissensmanagement, der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft medizinisch-wissenschaftlicher Fachgesellschaften, dann in S3-Leitlinien zu überführen. Und das ist jetzt an zwei Beispielen schon sehr gut gelungen. Zum einen für Schulmaßnahmen. Diese Leitlinie ist vor 6 Wochen veröffentlicht worden in der Presseerklärung des BMBF, direkt durch Frau Karliczek. Also was soll man machen, wenn Schulen offen gehalten werden in der jetzigen Pandemie? Welche Maßnahmen sind dort sinnvoll?
und eben auch jetzt für das klinische Management haben wir die Evidenz innerhalb von COSIS aufgearbeitet, im Prinzip nach internationalen Cochrane-Standards und dann weitergegeben oder in Kooperation mit Herrn Kluge und dem ganzen Team diese Leitlinie in die nächste Version überführt. Und freue mich jetzt auf die Diskussion und Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Dann stelle ich direkt mal den zweiten im Bunde vor. Das ist Professor Dr. Stefan Kluge. Er ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Kluge, Sie waren ja auch an der Erstellung der S3-Leitlinie maßgeblich beteiligt. Und da geht es um verschiedene Aspekte, auch die Beatmung, die Gabe von Blutverdünnern und verschiedenen Medikamenten. Insgesamt, welches Wissen hat man jetzt im Laufe der Pandemie, also im letzten Jahr, da so hinzugewinnen können, das tatsächlich dann auch zu einer Reduktion von intensivpflichtigen Patienten beitragen kann? Ja, vielen Dank für die Frage und Ihnen vielen Dank, dass Sie heute hier dabei sind mit uns. Bevor ich die Frage ganz konkret beantworte, möchte ich kurz auch nochmal was generell zur Entwicklung der Leitlinie zu meiner Person sagen. Ich bin hier Internist, Pneumologe, Intensivmediziner. Wir betreuen seit Beginn der Pandemie Intensivpatienten. Momentan liegen 24 Intensivpatienten mit Covid-19 bei uns auf der Station von 25 Jahren bis 79. Wir sehen, dass die Patienten etwas jünger werden, begründet durch das hohe Infektionsgeschehen in den jüngeren Gruppen, aber auch durch die Impfung bei den ganz Älteren. Und wir wollten natürlich früh mit dieser Leitlinie den Ärztinnen und Ärzten in Deutschland auch eine Handlungsanweisung und Hilfe geben. Wir haben, und da bin ich auch stolz darauf, bereits im März 2020 eine erste S1-Leitlinie erstellt, damals noch zur intensivmedizinischen Therapie. Sie erinnern sich, das war so der Zeitpunkt, wo die ersten Patienten mehr und mehr in Deutschland behandelt wurden. Und mittlerweile ist das eine S3-Leitlinie. S3 hat die höchste Qualität. Wir kooperieren nicht nur mit allen wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die an der Behandlung von stationären Patienten, also Krankenhauspatienten, beteiligt sind, sondern jetzt in der letzten Version auch mit diesem COSIS-Netzwerk, was Herr Merpohl gerade vorgestellt hat. Das heißt, dass die Studien zu den Medikamenten wirklich nochmal total kritisch geprüft werden. Sind das wirklich Substanzen, die uns helfen bei der Bewältigung dieser schweren Pandemie? Und es gab natürlich im Laufe der Pandemie immer ganz viel Glauben und Hoffnung, gerade was Medikamente angeht. Sie müssen aber wissen, es gibt über 300 Medikamente, die in Studien untersucht werden. Wir kriegen alle drei, glaube ich, täglich E-Mails mit Fragen und einige Journalisten haben schon im Chat Fragen gestellt zu spezifischen Medikamenten. Ich sage mal aus meiner Sicht, 95% der Medikamente sind in Studien durchgefallen. Wahrscheinlich sind es sogar 99%. Das kann Herr Bartenschlager auch nochmal kommentieren. Und wir dürfen nicht so optimistisch sein, dass wir das Medikament finden. Das wird es nicht geben, was die Sterblichkeit jetzt, und die liegt ja bei beatmeten Patienten um 40%, von 40% auf 5% reduziert. Aber es wird sicherlich Medikamente geben, und da sage ich Ihnen gleich nochmal was Konkretes dazu, die die Sterblichkeit um einen gewissen Teilfaktor reduzieren. Und mittlerweile wissen wir aber auch ganz viel, dass viele Medikamente nicht wirken. Und das bekannteste Beispiel ist das Chloroquin, was ja sogar der amerikanische Präsident propagiert hat. Heute haben wir viele randomisierte, kontrollierte Studien, die zeigen, dass es überhaupt nichts bringt. Und ich finde auch, wir müssen schon klare Empfehlungen haben. Und wir haben mit der deutschen Leitlinie da eine klare Handlungsanweisung, die im Übrigen sich auch mit den internationalen Empfehlungen natürlich decken, was zum Beispiel die Empfehlung zum Remdesivir angeht. Denn sonst müssen wir auch beachten, wir können auch Patienten schädigen durch Medikamente und die Medikamente kosten auch Geld und die müssen von den Pflegekräften ja auch gegeben werden und da ist teilweise bei oft der Intensivstation auch immer ein gewisses Risiko dabei. Also das ist mir nochmal extrem wichtig. Wir haben leider trotzdem die Situation, dass Medikamente eingesetzt werden in Deutschland, die weder zugelassen werden noch irgendwie empfohlen werden. Und das ist schwierig, das sind dann individuelle Heilversuche und da muss man auch Patienten aufklären. Und ich glaube, wir alle drei sind der Meinung, wenn man sowas macht, dann sollte das eigentlich im Rahmen von kontrollierten, randomisierten Studien passieren. Ja, jetzt zurück zu Ihrer Frage. Die Sterblichkeit, da gibt es Hinweise dafür, dass die nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern etwas besser geworden ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist sicherlich so, dass die Sterblichkeit, ich habe es gesagt, im Schnitt noch bei 40% liegt, wenn jemand auf die Intensivstation muss und beatmet werden muss. Wir haben sicherlich gelernt während der Pandemie, dass wir das Virus, sage ich mal, im Hinblick auf die Hygienemaßnahmen, Stichwort FFP2-Maske, was am Anfang ja nicht so klar war, besser einschätzen können, auch mit dem Risiko für die Mitarbeiter. Das ist durch die Impfung natürlich jetzt auch in den Hintergrund getreten, weil alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sind. Wir haben gelernt, dass wir nicht zu früh
invasiv, also mechanisch beatmen sollten, dass wir immer versuchen, den Patienten mit anderen Maßnahmen, mit der Sauerstofftherapie und der Maskenbeatmung zu stabilisieren. Dann haben wir bei den Medikamenten sicherlich gelernt, dass viele dieser Patienten doch Thrombosen haben, bis zu 30-40% der Covid-Patienten, wenn sie im Krankenhaus sind, dort findet man Thrombosen, sodass der Ansatz der Blutverdünnung mit Heparin sich bewährt hat, aber auch nicht für alle Patienten. Da können wir noch nachher genauer drüber sprechen. Und dann gibt es viele Medikamente, wo ein Nutzen postuliert wurde. Das eine Medikament, was sich wirklich rauskristallisiert hat, ist das Dexamethason, also Cortison, gerade bei Patienten mit hohem Sauerstoffbedarf, mit Beatmungspflichtigkeit. Da haben wir in vielen Studien gesehen, und das war am Anfang der Pandemie überhaupt nicht klar, weil es bei anderen Viruserkrankungen, zum Beispiel der Grippe, eher nachteilige Effekte hatte, dass das Cortison bei diesen schwerkranken Patienten doch wirklich in vielen Studien zu einer Verminderung der Sterblichkeit geführt hat. Und das ist das Standardmedikament, was bei schwerem Verlauf von Covid-19 im Krankenhaus empfohlen wird. Es gibt viele weitere, die in der Pipeline sind. Da können wir sicherlich in der Diskussion noch darauf eingehen. Genau. Wie schätzen Sie grundsätzlich den Fortschritt ein, den man jetzt im letzten Jahr erlangt hat, schon der durch letztliche Therapien erreicht werden kann? Ich denke, ein Fortschritt ist da, das habe ich ja auch skizziert, aber es ist keineswegs so, dass es eine Erkrankung ist, die wir heute sehr, sehr gut behandeln können, wenn mal ein intensivpflichtiger Verlauf eingetreten ist. Also die Sterblichkeit ist relativ hoch. Wir haben ja gerade die neuen Daten der AOK gesehen, die Krankenhausdaten der zweiten Welle mit Herrn Karganidis und uns gemeinsam ausgewertet haben. Die Daten werden auch in Kürze publiziert. Und wie gesagt, hier geht die Sterblichkeit, wenn jemand beatmet ist, abhängig vom Lebensalter weiter bis 70% hoch. Insofern ist da noch kein Durchbruch erreicht. Aber da bin ich auch mal auf den Kommentar von Professor Bartenschlager gespannt. Gut, den möchte ich jetzt auch direkt dann mal vorstellen. Professor Dr. Ralf Bartenschlager ist Leiter der molekularen Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Virologie. Er koordiniert auch den Forschungsbereich Entwicklung von antiviralen Medikamenten mit Breitbandwirkung am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Herr Bartenschlager, können Sie uns denn schon bitte mal einen Überblick geben, welche Ansätze von antiviralen Medikamenten erforscht werden, welche Hoffnungsträger gibt es da und welche Ansätze werden verfolgt? Ja, vielen Dank, Frau Burgert. Ich begrüße auch alle, die hier teilnehmen. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Also wir haben uns in den vergangenen Jahren immer sehr intensiv zum einen mit Grundlagenforschung bei Virusinfektionen befasst, aber auch, wie man das nutzen kann, sozusagen, um antivirale Therapien zu entwickeln. Und hatten auch das Glück und den Erfolg, das ein oder andere dann auch wirklich bis zur Marktreife zu bringen. Ich glaube, generell muss man bei der antiviralen Therapie zwei Dinge unterscheiden, die nicht immer scharf getrennt werden. Das eine ist Medikamente, die wirklich direkt die Virusvermehrung hemmen. Und das zweite ist Medikamente, die die Symptome beeinflussen. Was Sie bisher gehört haben, antiinflammatorische Medikamente, Medikamente, die die Entzündung dämpfen, wie Dexamethason, die greifen am Virus überhaupt nicht an, sondern die bekämpfen die Symptome. Und die Frage ist, warum ist das wichtig? Und das ist deshalb wichtig, man kann natürlich nur dann das Virus therapieren, wenn es auch da ist. Und da muss man noch einmal sich ins Gedächtnis rufen, wie sieht denn eigentlich der Verlauf einer Infektion aus? Und da muss man sagen, es ist so, dass man schon vor dem Auftreten der Symptome eigentlich eine sehr hohe Virusproduktion hat. Das heißt, man müsste eigentlich, um sehr, sehr effizient agieren zu können, therapieren noch bevor Symptome auftreten oder spätestens, wenn die ersten Symptome auftreten, weil dann ist die Viruslast sehr hoch. Wenn die Infektion weit fortgeschritten ist, nimmt die Viruslast eher ab und die Therapie, die antivirale Therapie, läuft dann natürlich notgedrungen ins Leere, weil einfach gar kein Virus mehr da ist. Und was dann dominiert, sind eigentlich die Entzündungsreaktionen, die immunologischen Entgleisungen. Und die haben natürlich eine ganz andere Anforderung an die Therapie als die direkt antivirale Therapie. Und genau darin liegt eigentlich auch der Knackpunkt der ganzen Therapien. Viele der Medikamente, nehmen Sie beispielsweise Remdesivir, die wurden in klinischen Studien analysiert, bei denen die Infektion eigentlich schon sehr, sehr weit vorangeschritten war. Also Patienten, die schon auf der Intensivstation liegen. Da gibt es nicht mehr viel antiviral zu machen. Da ist das Virus schon
ziemlich weit zurückgedrängt. Das heißt, da ist eigentlich die rein antivirale Therapie zu spät. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir einen antiviralen therapeutischen Effekt messen müssen, wollen, dann müssen wir sehr früh in der Therapie angreifen. Und das hat einige Konsequenzen zur Folge. Das eine ist, Medikamente, die man beispielsweise per intravenöser Injektion geben kann, die wird man da nicht anwenden. Denn jemand in Frühphase der Symptome wird nicht anfangen, jetzt Medikamente intravenös zu nehmen, sondern höchstens oral oder per Inhalation. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wann setzt die Therapie ein? Und bei der antiviralen Therapie muss die früh erfolgen. Wenn die zu spät kommt, hat sie keinen Effekt mehr. Und daran liegt eigentlich so im Großen und Ganzen das Hauptproblem bei der antiviralen Medikation. Und was jetzt die Entwicklung von solchen Medikamenten betrifft, die jetzt wirklich direkt die Virusvermehrung, direkt in die Virusvermehrung eingreifen, das ist leider nicht so standardisierbar wie beispielsweise die Vakzinentwicklung, also die Impfstoffentwicklung, wo man klare Plattformen hat. Hier fängt man immer wieder an, von vorne nach zu suchen nach passenden Targets. Und man hat einige gefunden. Bisher ist das insgesamt noch recht überschaubar. Und wir können gerne darüber später noch diskutieren. Aber es gibt jetzt erste mit Wirkstoffe, die wirklich direkt an einem Virusziel angreifen oder an Faktoren der Zelle, die das Virus für seine Vermehrung benötigt. Das sind beides mögliche Angriffsziele. Aber wie gesagt, die klinische Studie muss man dann so designen, dass man in der Frühphase der Infektion therapiert. Und das sind dann oftmals Patienten mit sehr milden Symptomen oder vielleicht sogar noch in der asymptomatischen Phase. Das ist eigentlich eines der Hauptprobleme bei dieser Evaluierung auch der antiviralen Medikamente. Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Ist denn da ein Medikament bereits auf dem Weg, quasi eine Pille oder ein Inhaliergerät oder ein Inhalationsspray, dass wenn man eine Covid-19-Diagnose bekommt beim Arzt, ob man starke Symptome hat oder nicht, die man dann einfach prophylaktisch nimmt, vor allem vielleicht, wenn man einer Risikogruppe angehört, ist das schon etwas absehbar oder wie schätzen Sie das ein? Wird da so ein Medikament in der nächsten Zeit zur Verfügung stehen? Also in nächster Zeit bin ich eher skeptisch. Es gibt durchaus den einen oder anderen Wirkstoff, der vielversprechend aussieht. Es gibt Remdesivir, war ja das allererste, das zugelassen wurde. Wie gesagt, es wurde in der Spätphase der Infektion getestet, hatte dann keinen klinischen Vorteil, wurde dann auch eingestellt. Dazu kommt das Problem, die Pharmakokinetik war nicht sehr günstig und man musste es IV geben, also per Injektion. Es gibt jetzt eine Alternative, auch das ist ein Nukleosid-Analoger, hat also einen ähnlichen Wirkmechanismus wie Remdesivir. Und das wurde ursprünglich entwickelt für Influenza-Virus. Und das befindet sich jetzt aktuell in Phase 3-Studien. Die Vorstudien in Phase 2 beziehungsweise in den Tiermodellen sehen eigentlich sehr vielversprechend aus. Und ich würde hoffen, ohne es wirklich zu wissen, dass das zumindest einen gewissen Benefit hat, wenn man es früh gibt. Es gibt noch einen zweiten Wirkstoff, auch der ist allerdings in einer früheren Phase der Erprobung. Das ist ein Protease-Inhibitor, also auch der greift direkt an einem Enzym des Virus an. Das ist ein Medikament, ein Wirkstoff, der befindet sich aktuell in der Phase 1 der Entwicklung. Aber da kann man noch nicht sehr viel sagen, ob das dann wirklich funktionieren wird. Also ich würde sagen, da müssen wir einfach noch die klinischen Studien abwarten. Meine Erfahrung, die ja auch schon einige Jahrzehnte andauert aus diesem Gebiet der Medikamentenentwicklung ist, vieles, was dann in Zellkultur und auch in Tiermodellen funktioniert, funktioniert dann in Patienten letztendlich dann doch nicht aus verschiedenen Gründen. Insofern ist es schwer, da etwas vorherzusagen, ob wir demnächst etwas haben werden. Aber nochmal, entscheidend ist der Zeitpunkt der Therapie. Nehmen Sie mal die Parallelen zu Influenza. Da gibt es ja Medikamente, die man inhaliert oder einfach eine Tablette, wie etwa Tamiflu. Wenn man das in der Frühphase der Infektion nimmt oder sogar nach einem Kontakt, dann kann man damit die Virusvermehrung sehr, sehr gut kontrollieren und damit dann auch die Infektion weitgehend unterdrücken. Wenn man das zu spät macht, 48 Stunden nach der Infektion, dann hat man schon fast keinen Effekt mehr.
Und ähnlich wird sich das auch mit SARS-CoV-2 verhalten. Hier kommt direkt eine Nachfrage. Können Sie die Wirkstoffnamen der oral-antiviralen Mittel nennen, die Sie gerade erwähnt haben? Ja, das eine ist das Molnupiravir. Das sind immer so Zungenbrecher. Molnupiravir, das befindet sich jetzt in Phase 2, 3. Das ist ein, man sagt, Repurposing. Das heißt eine, wenn Sie so wollen, Zweckentfremdung, ursprünglich entwickelt als Polymerasehemmer von Influenza und jetzt quasi getestet auf gegen SARS. Interessanterweise in den Tierversuchen nicht nur gegen SARS-CoV-2, sondern auch gegen SARS-CoV-1, also das erste SARS-Virus, und auch gegen das MERS-Coronavirus. Das heißt, wenn sich das auch in Patienten bewahrheiten würde, hätten wir damit vielleicht sogar eine Art Breitband-Virustatikum gegen verschiedenste Coronaviren, was natürlich genial wäre, wenn wir daran denken, vielleicht kommt die nächste Pandemie wieder mit einem Coronavirus und dann hätten wir gleich etwas in petto. Und der zweite Wirkstoff, nun, da gibt es noch keinen direkten Namen. Das ist eine Phase 1 klinische Studie der Firma Pfizer. Das ist ein Protease-Inhibitor, der in vitro, also in Zellkulturversuchen, sehr erfolgreich aussieht. Da findet man öffentlich extrem wenig. Also mir ist nicht gelungen, da große Details ausfindig zu machen, auch wenn ich Dr. Google frage. Es hat es nicht geklappt. Also insofern nur die Information im Moment an Protease-Inhibitor entwickelt, geht jetzt in die Phase 2 von der Firma Pfizer. Das sind zwei, würde ich sagen, vielversprechende Ansätze. Jetzt haben Sie gerade schon den Moment genannt, wann man ein Therapeutikum anwendet. Vielleicht diese Frage, die auch an Herrn Kluge geht. Wie schätzen Sie denn den Nutzen von monoklonalen Antikörpern vor diesem Hintergrund des zeitlichen Gebens ein? Also die müssen ja eigentlich sehr früh gegeben wurden. Und nun gibt es diese monoklonalen Antikörpern in den Kliniken und können sie denn da überhaupt zum Einsatz kommen? Richtig, das ist eine ganz entscheidende Frage. Vielleicht auch nochmal als Vorbemerkung, ich stimme Herrn Bartenschlager völlig zu. Also wir haben Medikamente, die wirken anscheinend nur in der Frühphase und wir haben Medikamente, die wirken erst in der Spätphase. Und man kann natürlich auch im Rahmen einer Studie jedes Medikament, sage ich mal, kaputt machen, indem man ein Medikament, was sehr früh einwirkt, in der Studie nur spät einsetzt. Dann wird man keinen Benefit sehen und keine positiven Studienergebnisse. Vielleicht kann Herr Merpohl gleich nochmal was sagen zu den verschiedenen Formen von Studien, die es so gibt. Weil Sie werden ja als Journalisten immer wieder konfrontiert mit Phase 1, 2, 3 Studien. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, den Lesern oder Hörern immer noch mal klar zu machen, was ist eigentlich eine randomisierte, kontrollierte Studie und wo ist der Mehrwert? Da würde ich Herrn Merpohl bitten, einen Kommentar dazu zu machen. Noch eine zweite Vorbemerkung. Es gibt extrem viel Forschung im Rahmen der Covid-Pandemie, aber auch natürlich qualitativ mäßige Forschung. Und wir sehen das daran, dass seit Beginn der Pandemie, das ist jetzt gerade ein bisschen über als ein Jahr, in der Wissenschaftsplattform PubMed 116.000 Artikel, das ist der Stand von gerade eben, publiziert wurden. Und das ist eine unglaubliche Zahl, so 116.000 Artikel zu einem Thema. Und das heißt, die Regulationsprozesse laufen vielleicht auch nicht optimal. Wir gucken uns natürlich, Herr Merpohl, in diesem CIOSIS-Netzwerk vor allem Studien an, die wirklich nach einem Begutachtungsverfahren, Peer Review im Englischen genannt, dann auch publiziert wurden. Und was wir ganz viel sehen, sind sogenannte Preprints, das wissen Sie auch. Das sind einfach Studien, die irgendwo ins Internet gestellt werden, auf solche Server, die aber nicht begutachtet wurden. Und das ist ein Riesenproblem. Und wir haben uns bei der Leitlinie entschieden, dass wir nur die Studien wirklich in die Auswertung mit einbeziehen, die bereits begutachtet wurden. Weil die Qualität dieser anderen Studien ist immer ganz, ganz schlecht einzuschätzen und das ist einfach schwierig. Es war auch eine andere Frage im Chat, bevor ich gleich zu den monoklonalen Antikörper komme. Welche Substanzen werden denn nicht eingesetzt oder nur im Rahmen von Heilversuchen? Also eigentlich alle, die wir nicht in der Leitlinie empfohlen haben. Ich möchte Sie, der Link ist ja in den Chat gestellt worden, auf die Leitlinie hinweisen. Sie können die online einsehen, die S3-Leitlinie zur stationären Therapie. Und ich will nur mal Beispiele nennen. Was wir ganz klar gesagt haben, was man nicht machen sollte, ist eine Therapie zum Beispiel mit Azithromycin, also mit Antibiotika, gerade in den ersten Tagen,
wenn wir klar wissen, es ist eine Virus-Lungenentzündung, dann bringen Antibiotika nichts. Man hatte gedacht am Anfang der Pandemie, dass gewisse Antibiotika und das Azithromycin ist so ein Makrolid-Antibiotikum vielleicht hier einen günstigen Einfluss haben. Die Antibiotika-Verbrauchsraten in ganz Europa, auch in Deutschland, sind hochgegangen. Und das wollen wir nicht, das führt zur Resistenzbildung. Heute wissen wir, dass Antibiotika in der frühen Phase, wenn keine bakterielle Co-Infektion, Begleitinfektion vorliegt, da in der Therapie nichts zu suchen haben. Ein zweites Beispiel ist das Ivermectin. Das Ivermectin ist ein Antiparasitenmittel, ein Wurmmittel. Das hat man in Südamerika sehr viel eingesetzt und wir wurden in den letzten Monaten überschüttet mit Anfragen dazu. Wir haben in der Leitlinie aufgrund der vorliegenden Studiendaten gesagt, wir empfehlen den Einsatz nicht. Es gibt keinen Benefit in den Studien. Und von der WHO gibt es seit gestern ein ganz klares Statement. Die haben auch diese ganzen Preprints ausgewertet und die haben auch ganz klar gesagt, sie empfehlen den Einsatz von Ivermectin nicht. Eine klare Empfehlung dagegen und sie haben sogar 16 randomisierte kontrollierte Studien mit 2407 Patienten ausgewertet. Wie gesagt, da sind sogar Studien dabei, die noch nicht begutachtet sind und kommen zu dem Schluss, dieses Wurmmittel sollte nicht eingesetzt werden bei Covid-19. Ein weiteres Beispiel ist das Rekonvaleszentenplasma. Man hat ja am Anfang gedacht, dieses Blutplasma von gesunden Patienten, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben, wo die Antikörper drin sind, die können helfen. Es gab ein paar vielversprechende Studien, dann aber viele negative Studien, also die keinen Benefit gezeigt haben. Auch hier gibt es jetzt solche Meta-Analysen, kann Herr Meerbrüffert auch kurz was dazu sagen, was das ist. Und auch eine klare Empfehlung, dass es nicht eingesetzt werden sollte. Herr Kluge, darf ich da kurz was nachfragen? Ist das denn bei den Rekonvaleszentenplasma wieder den monoklonalen Antikörper auch ein zeitliches Problem, dass die Therapien nicht zum Erfolg führen? Genau, jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück. Es ist bei beiden Substanzen oder sicherlich ein zeitliches Problem. Also wir denken, glaube ich, sind alle drei der Ansicht, wenn man diese beiden Substanzklassen einsetzt, dann bringt das nur was ganz, ganz früh, weil Herr Bartenschlager hat es gesagt, wenn der Patient erst auf der Intensivstation ist, am Tag 10 der Infektion, dann spielt das Virus nicht mehr so eine Rolle, dann bringt das nichts. Und Sie haben recht, es gibt auch Studien, die es früh eingesetzt haben, das Rekonvaleszentenplasma, die einen Vorteil gesehen haben. Wenn man alle Daten zusammennimmt, reicht das aber nicht aus, um einen Einsatz zu rechtfertigen. Weitere Studien laufen dazu. Und mit den monoklonalen Antikörpern ist es so ähnlich. Hier hat ja das Bundesgesundheitsministerium uns diese Antikörper zur Verfügung gestellt, bevor Studiendaten überhaupt da waren, die einen Benefit gezeigt haben. Das ist sicherlich eine Situation, die es nur im Rahmen so einer Pandemie gibt. Es ist so, dass, da gibt es ja auch Daten dazu, dass in den deutschen Apotheken, die das haben, diese Antikörper überwiegend noch liegen und nicht verbraucht wurden. Meines Wissens wurden nur 20% dieser Antikörper bereits verbraucht. Zum einen sind die Studiendaten nicht so überzeugend, das ist das eine. Zum anderen wissen wir, und das ist im Chat auch schon aufgekommen, es ist dieses Problem, wir müssen das den ambulanten Patienten in der Frühphase der Infektion zukommen lassen. Es ist aber eine intravenöse Therapie, die eigentlich nur im Krankenhaus erfolgen kann. Das heißt, man bräuchte einen Arzt, der ins Pflegeheim fährt oder nach Hause und dort diese Infusion ansetzt. Auch in der Praxis ist das schwierig bei Covid-positiven Patienten. Da haben wir keine Infrastruktur dafür. Und diese Verzahnung zwischen dem ambulanten und stationären Bereich klappt halt nicht gut, sodass die Antikörper nicht eingesetzt werden. Und sie sind halt auch nicht solche Game-Changer. Sie können einen Benefit haben, das ist meine persönliche Meinung. Und wir tauschen uns ja auch sehr eng aus in Deutschland mit den Expertinnen und Experten bei Patienten, die ein hohes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Das sind die Hochbetagten oder die schwerst Immunsupprimierten, also onkologische Patienten mit Onkologie, mit Leukämien zum Beispiel. Und bei diesen Patienten und Patienten wird es auch eingesetzt, aber man muss eine lokale Infrastruktur haben und die ist oft selbst in Großstädten nicht vorhanden. Insofern weiß ich, dass es zum Beispiel eingesetzt wird, wenn man zufällig im Krankenhaus mal bei so einem Patienten eine Infektion findet, zum Beispiel ein onkologischer Patient, Krebspatient, dann wird das gegeben. Oder natürlich auch der Einsatz in Pflegeheimen. Da wir aber jetzt in den Pflegeheimen, glaube ich, fast alle durchgeimpft haben, bis auf die wenigen, die nicht wollen, spielt das auch da eine untergeordnete Rolle. Also das ist das Problem an den monoklonalen Antikörpern. Und welche Rolle spielt in der Covid-19-Pandemie grundsätzlich der experimentelle Einsatz von Medikamenten? Wird das denn auch noch gemacht, wenn was anderes nichts hilft? Wird was probiert oder hält man sich jetzt eigentlich an die Leitlinie? Das ist eine gute Frage, was in der breiten Praxis, wir haben 2000 Krankenhäuser allein in Deutschland, passiert. Da in dem Rahmen der Pandemie immer wieder alle möglichen Medikamente ausprobiert wurden weltweit, vermute ich, dass das heute auch noch so passiert. Aber ich weise nochmal darauf hin, man muss dann schon Patienten darüber aufklären oder Angehörige,
Und wenn wir natürlich Nebenwirkungen haben oder Komplikationen durch Medikamente, die teilweise ja auch wirklich nebenwirkungsträchtig sind, dann muss der Arzt natürlich auch nachweisen, dass der Patient mit so einer experimentellen Therapie einverstanden war. Das ist ja auch bei jeder Studie so. Also ich rate natürlich davon ab, auch bei anderen Erkrankungen sollte man nur die Medikamente einsetzen, die auch empfohlen werden in den Leitlinien. Herr Merpohl, Herr Klüger hat gerade schon die Preprints angesprochen. Wie schätzen Sie denn die Preprints jetzt in der Covid-19-Pandemie ein? Also wenn dann die Pharmahersteller auch ihre Ergebnisse auf Preprint-Servern hochladen, ist das in der Pandemie ein Problem? Also gerade jetzt dann auch einschätzen zu können, was wirklich hilft und was nicht und auch was die öffentliche Aufmerksamkeit daraus macht. Nimmt das gerne auf, würde vorneweg vielleicht noch zwei andere Bälle kurz aufnehmen, die Herr Kluge angesprochen hatte. Zum einen vermutlich auch bekannt diese Phasen der Studienentwicklung oder in der Medikamentenentwicklung, die Phase der unterschiedlichen Studien, Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien, und möchte im Wesentlichen eigentlich darauf hinweisen, dass damit wir eine Wirksamkeit einigermaßen gut einschätzen, beurteilen können, wir wenigstens mal Phase 3 Studien brauchen und eine, die dann zwar zur Zulassung führen kann, häufig auch nicht ausreichend ist, um dann wirklich in der Breite die Vor- und Nachteile eines Medikamentes einzuordnen. Dann hat Herr Kluge auch ganz kurz angesprochen, bin ich auch dankbar für, dass wir dieses Element der Randomisierung sehr hoch einschätzen. Es ist die zufällige Zuteilung von Probanden zu den Studienarmen. Und nur darüber können wir sicherstellen, dass die beiden Vergleichsgruppen im Prinzip auch wirklich vergleichbar sind und nicht Altersunterschiede, Geschlechtsunterschiede, andere Risikofaktoren, die sich so ergeben haben, eine Rolle spielen. Deswegen ist es so wichtig und wird auch für Phase 3 Studien und andere verlässliche Evaluationen eben gefordert. Deswegen legen wir da auch immer unser Augenmerk drauf bei Kocken und auch jetzt im CEOSYS und auch in der Leitlinie. Herr Kluge hat es angesprochen. Ich komme jetzt gerne auf Ihre Frage zurück mit den Preprints. Das ist ich will mal so sagen, hat Licht und Schatten, um vielleicht mal so anzufangen. An sich muss man ja sagen, ist die Durchführung von Studien aufwendig und bis wir dann Ergebnisse nach dem Peer-Review-Verfahren in der Öffentlichkeit sehen, vor Covid dauerte immer sehr lang, da kommt es zu Verzögerungen, manche Studien werden gar nicht publiziert, sodass wir häufig auf einer unvollständigen oder zeitlich verzögerten Evidenzbasis agieren mussten. Und das ist viele Jahre auch zu Recht beklagt worden. Und im Prinzip versuchen Preprints ja diese Lücke erstmal zu füllen. Und das ist an sich auch, glaube ich, nichts Negatives, dass die Möglichkeit gegeben wird, vor der Qualitätssicherungsprozess des Peer-Review-Verfahren, was der Kluge angesprochen hat, was etabliert ist, durchlaufen ist, diese Ergebnisse schon zumindest mal in der wissenschaftlichen Community zur Verfügung stehen und diskutiert werden können und vielleicht auch darüber hinaus. Also grundsätzlich denke ich erstmal positiv, dass Ergebnisse früher zur Verfügung gestellt werden. Aber, und das ist natürlich der entscheidende Punkt, die sind noch nicht qualitätskontrolliert. Die kommen aus der Arbeitsgruppe und werden im Prinzip einfach so hingestellt wie ein unfertiges Pflänzchen. Und die wissenschaftliche Input von anderen Kollegen fehlt dann noch vollkommen. Sprich, man muss sehr sorgfältig damit umgehen, man muss sie sorgfältig lesen und prüfen und schauen, ob dort Schwächen in dem Studiendesign oder in der Art und Weise, wie diese Ergebnisse analysiert und berichtet werden, zu finden sind. Warum die durchaus eine Rolle spielen können, und das haben wir auch in der Leitliniengruppe diskutiert, und Herr Klug, ich weiß nicht, wie Sie sehen, möglicherweise werden wir es auch eine Spur anders handhaben in Zukunft, ist, dass das, was wir machen, wenn wir solche systematischen Übersichtsarbeiten durchführen, ist ja im Prinzip ein superkritischer Peer-Review, wenn Sie so wollen. Denn wir schauen ja auch diese Arbeiten an, rechnen zum Teil die Dinge nach und bewerten die Verzerrungsrisiken. Das heißt, es ist im Prinzip analog zu sehen einem Peer-Review-Verfahren, wenn man es einschließt in so eine systematische Übersichtsarbeit. Insofern, glaube ich, kann man damit schon arbeiten, immer unter gewissen Vorbehalten, aber auch das können wir in den Meta-Analysen, das ist vielleicht der letzte Ball, den ich jetzt aufnehmen würde für den Moment von Herrn Kluge, das ist im Prinzip das Verfahren, alle Studien weltweit zu einer Fragestellung zu identifizieren, kritisch zu bewerten und dann zusammenzuführen, sodass man eine ganzheitliche Sicht auf die Datenlage hat und das dann auch statistisch zu einer Art Metastudie oder Megastudie zusammenzuführen. Da gibt es dann sehr elegante Möglichkeiten zu prüfen, sind denn die Ergebnisse, die als Preprint veröffentlicht, unterscheiden die sich dann von den Studien, die als volle Publikation schon erschienen sind, sehen wir dort Unterschiede oder auch in anderen methodischen Kriterien, sodass man dort, wir nennen das dann die Robustheit von Daten, prüfen kann und eben auch anschauen kann, ob die Preprint-Studien möglicherweise sich da unterscheiden. Ja, danke schön.
Hier kommen noch relativ viele Fragen zu spezifischen Therapieansätzen, also Avibtadil, Budesonid, Fusionsproteine der Firma Formicon. Dann hatten wir eine Frage erhalten zu einem Krebsmedikamentpatent der Uni Frankfurt, also alle möglichen verschiedenen einzelnen Ansätzen. Falls Sie die kennen oder was dazu beisteuern können, würde ich mich freuen, wenn Sie eine Einschätzung dazu geben können, aber vielleicht generell gefragt, anhand welcher Indikatoren könnten denn Journalisten solche Meldungen von Unternehmen auch einschätzen, um einschätzen zu können, wie weit die Forschung da ist und welchen Mehrwert das vielleicht in der Therapie leisten kann? Vielleicht Herr Bartenschlager? Ja, ich denke, eine Firma wird nur dann in eine klinische Studie gehen, wenn zumindest gute In-vitro-Daten vorliegen. Die idealerweise zeigen, dass es einen klaren antiviralen Effekt gibt, sowohl in Zellkulturen, wichtig dabei auch Primärzellsysteme, aber auch in Versuchstieren. Und da gibt es ja verschiedenste Mäuse, Frettchen, Hamster. Dann ist aus meiner Sicht, nochmal zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, das Studiendesign ist ganz wichtig. Also wie gesagt, man muss sich einfach vor Augen führen, wann ist das Target, also das Virus, vorhanden? Und das ist eben in der Frühphase. Und deswegen ist ein ganz klarer Bias, eine ganz klare Bevorzugung, Medikamente, die man oral geben kann oder inhalieren kann. Denn jemand in der Frühphase der Symptome, den wird man eben nicht mit einem IV-Medikament behandeln können oder wollen. Und da kann man wieder immer die Parallele auch ziehen zu Influenza, also Frühphase der Infektion, da kann man einen antiviralen Effekt erwarten und dann kommt es vor allem darauf an, die Applikation, aber auch, es gibt noch einen anderen Faktor, den wir noch nicht genannt haben, das ist nämlich die Resistenz, also wie schnell kann das Virus Resistenz gegen ein Medikament entwickeln? Wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass Viren innerhalb von einem halben Tag Resistenz gegen ein Medikament entwickeln können. Das heißt, am nächsten Tag schon, also da wird eine Person wird behandelt mit einem Medikament, das hat man bei Influenza beispielsweise gesehen, am nächsten Tag scheidet die Person schon resistente Viren aus und wenn man dann jemand anderes quasi mit dem gleichen Medikament schützen will, dann funktioniert das schon gar nicht. Also das wird sicherlich auch eine ganz wichtige Frage sein, wenn es darum geht, den Nutzen und die Nutzbarkeit von solchen Wirkstoffen auch sowohl bei der frühen Phase der Infektion als auch in einem präventiven Setting, also Stichwort Abschirmung, beispielsweise Kontakte in einer Familie zu verhindern. Was jetzt die spezifischen Fragen im Chat betrifft, da kenne ich jetzt eher zufälligerweise dieses Fusionsprotein von Formicon. Dabei handelt es sich um ein Protein, das besteht aus zwei Teilen, die man sozusagen miteinander verbunden hat. Das eine ist der Rezeptor, das ACE2, und das andere ist ein Teil von Antikörpern, der sogenannte FC-Anteil. Wenn man das beide verbindet, dann hat man zum einen eine starke Stabilisierung durch den FC-Anteil, zum anderen hat man mit diesem löslichen Rezeptor ACE2 etwas, das vom Virus, von dem Spike-Protein gebunden wird und damit das Virus quasi blockiert. Also ein bisschen ähnlich wie ein Antikörper. Aber der große Vorteil ist dabei natürlich diese Antikörper, die man entwickelt hat. Dagegen gibt es ja auch zum Teil schon Resistenzen, sprich die neuen Virusvarianten, die ja von einigen der auch schon zugelassenen Antikörper von Regeneron entkommen. Und bei dem, wenn man jetzt aber das ACE2 nimmt, sozusagen, um das Virus zu blockieren, dann hat man den natürlichen Rezeptor. Und dass das Virus jetzt sozusagen diesem ACE2 entkommt, würde ja bedeuten, dass es das ACE2 nicht mehr binden kann. Und solche Varianten können sich wahrscheinlich auch nicht mehr vermehren, weil die einfach nicht mehr an den Rezeptor binden. Das heißt, die Resistenz ist bei so einem Ansatz natürlich deutlich höher. Deswegen spricht man auch von einem Host-Targeting, also einem von einem Wirtsfaktor ausgehenden Angriffsziel. Und das ist sicherlich auch etwas, was uns dann die klinischen Studien zeigen müssen. Das kann man auch schon in vitro bestimmen, wie schnell entsteht Resistenz gegen ein Medikament oder gegen einen Wirkstoff.
Wenn das sehr schnell passiert, dann glaube ich, braucht man bei so einem sehr schnell replizierenden Virus erst gar nicht groß in die Klinik zu gehen, sondern sollte gleich versuchen, den Wirkstoff zu derivatisieren, zu modifizieren, dass man die Resistenzbarriere erhöht. Das ist machbar, das hat man auch bei anderen Viruserkrankungen gemacht. Hepatitis C ist ein Paradebeispiel, wo man die Resistenzbarriere erhöht hat. Oder man kombiniert Wirkstoffe und erhöht dadurch die Resistenzbarriere. Aber das wird sicherlich spätestens in dem Moment, wo wir Wirkstoffe haben, ein ganz wichtiges Thema werden. Wenn ein Therapeutikum es in die frühe klinische Studie geschafft hat, welche Endpunkte sind denn dann besonders wichtig? Ja, wenn man das hängt vom Studiendesign ab. Also wenn man Patienten hat, die werden wahrscheinlich in dem Setting schon eine nachgewiesene Infektion haben, wahrscheinlich auch symptomatisch, dann könnte man, und das ist jetzt eher eine Frage auch an Herrn Meerpohl oder Herrn Kluge, an die klinische Seite, dann würde man zum Beispiel die Frage stellen, wie gut kann man schwere Verläufe verhindern? Also man könnte sich zum Beispiel eine Studie vorstellen, Behandlung, frühe symptomatische Phase, und dann mit der Frage, kann man durch diese Behandlung schwere Verläufe verhindern? Also das wäre so ein klassisches, würde ich sagen, relativ simples Design, simpel im Sinne von der Denkweise. Aber es wird ganz entscheidend davon abhängen, wann man mit der Therapie beginnt. Herr Meerpohl, wie schätzen Sie denn bei Ihren Auswertungen die Qualität von Studien ein? Vielleicht helfen die Indikatoren dann auch den Journalisten selber mit einem anderen Auge die Studien zu betrachten oder gezielter betrachten zu können. Ja, im Prinzip auch schon vor Covid ist es so, wenn man Studien genauer beleuchtet, findet man doch in der Regel eigentlich gewisse Schwächen und Designmerkmale, die nicht optimal gelöst sind. Häufig schon angefangen einfach von der Studiengröße, dass sie eigentlich zu klein sind, um wirklich aussagekräftige Antworten zu liefern und mindestens mal über den primären Endpunkt hinaus. Deswegen eben, ich hatte es vorher schon betont, ist diese Zusammenschau von verschiedenen Studien eigentlich immer sinnvoll. Ob das jetzt bei Covid im Einzelnen schlechter ist als sozusagen allgemein in der Forschung vor Covid, ist vielleicht noch ein bisschen früh zu sagen. Natürlich gibt es auch viele Forschungsprojekte, die sich mit sogenanntem Meta-Research oder Research on Research beschäftigen und genau solche Aspekte beleuchten. Und ich glaube schon, dass man mein Eindruck zumindest im Moment sagen kann, ja, manche Studien sind vielleicht einfach tatsächlich ein bisschen sehr eilig aufgesetzt worden. Viele Studien kämpfen auch mit Rekrutierungsproblemen. Das heißt, sie kriegen gar nicht ihre Probanden zusammen, werden da nicht richtig abgeschlossen, sodass da sicherlich nicht alles Gold ist, was glänzt. Vielleicht darf ich aber noch einen anderen Punkt da gerade ergänzen, weil es angesprochen wurde, welche Endpunkte denn sinnvoll sind. Ich meine, das kann sicherlich Herr Kluge besser beantworten, was klinisch im konkreten Fall jetzt sinnvoll ist. Wichtig wäre aus meiner Sicht nur, dass es auch notwendig ist, dass sich die wissenschaftliche Community irgendwie versucht, darauf zu verständigen, was man misst und wann man es misst und wie man es misst. Und das ist das, was wir immer dann, salopp gesagt, auszubaden haben, dass zum Beispiel, ein häufiges Beispiel ist Blutverlust, das kann man messen, was weiß ich, Transfusionen, die gegeben wurden, Milliliter, die abgeflossen sind, Milliliter, die gegeben wurden, Patienten, die innerhalb von einer Woche eine Bluttransfusion brauchen nach Operation, also ganz viele Arten und Weisen. Das kann man dann aber ganz schlecht zusammenzuführen und damit bleiben wir dann im Prinzip bei den Einzelstudien und können keine übergeordneten Aussagen treffen und das ist deutlich erschwert. Und insofern, das ist, glaube ich, etwas, was wir auch in der Covid-Situation jetzt lernen. Es ist wichtig, dass da eine gewisse Standardisierung stattfindet. Natürlich brauchen wir auch Variabilität, was jetzt den Zeitpunkt der Intervention angeht oder die Dosierung. Aber wir müssen auch irgendwie standardisiert messen, sodass wir vergleichbare Studien am Ende generieren, um dann übergeordnete Aussagen treffen zu können. Herr Meerpohl, ich hatte eine Anschlussfrage und zwar wurden ja jetzt auch in der Pandemie ziemlich häufig Zwischenergebnisse von den Pharmafirmen über Pressemitteilungen kommuniziert. Abgesehen von der Pandemie, wie liegen normalerweise solche Daten vor, bevor sie in die Aufmerksamkeit geraten? Auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also mit Pressemitteilungen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, können wir
kaum Patienten behandeln. Das ist definitiv anders als bei den Preprints, wo man, glaube ich, noch lernen muss, wie man damit gut umgeht, nicht aussagekräftig genug, um darauf Handlungsentscheidungen zu basieren. Das heißt, es ist eine Marketingmöglichkeit der Firma, das anzukündigen. Ist sicherlich auch nicht verkehrt, dass man darüber weiß, dass da was dann kommt, aber damit können wir nicht wirklich arbeiten. Preprints hatten wir schon ein bisschen gesprochen, dann gibt es die klassischen wissenschaftlich begutachteten Publikationen. Aber dann geht es noch weiter und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das hier einmal anspricht. In den wissenschaftlichen Publikationen, auch wenn die in guten Fachzeitschriften veröffentlicht sind, haben wir im Prinzip auf 7, vielleicht 10 Seiten mit ein paar Anhängen dann Ergebnisse von einer großen multizentrischen, multinationalen Studie. Und das enthält eigentlich nie die Detailtiefe, die man braucht, um wirklich Studienergebnisse kritisch zu beurteilen. Es gibt verschiedene Endpunkte, verschiedene Zeitpunkte, zu denen gemessen wird, auch mit verschiedenen Methoden. All diese Ergebnisse finden nicht Eingang in der Vollständigkeit in Studienberichte und auch die methodische Vorgehensweise nicht. Sodass im Idealfall, und das ist das, was wir uns auch dann als Endverbraucher am Ende der Nahrungskette wünschen, im Prinzip wirklich sehr, sehr vollständige, man nennt es dann auch Clinical Study Reports, das sind im Prinzip mehr tausendseitige Dokumente zum Teil, die dann bei den Zulassungsbehörden eingereicht werden, mit denen wir im Prinzip fast am liebsten arbeiten würde. Und dann noch eine Ebene unten drunter sind dann die individuellen Patientendaten, das heißt die Informationen für jeden einzelnen Patienten, die dann auch erlauben, weitergehende Subanalysen durchzuführen, die im Prinzip in der primären Analyse möglicherweise gar nicht durchgeführt wurden. Also im Prinzip, wir brauchen viel mehr Transparenz, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, und viel mehr Vollständigkeiten, auch ein zeitnahes Berichten von Daten, aber eben auch vollständig. Nur eine Pressemitteilung hilft uns nicht. Aus Deutschland stammt ja der erste Test zum Nachweis von SARS-CoV-2, aber die klinische Forschung scheint keinen großen Beitrag zu Therapien leisten zu können. Wieso ist das so? Wieso gibt es diese großen klinischen Studien wie den Recovery Trial in UK? Warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Herr Kluge vielleicht? Ja, es ist in der Tat so, dass die großen Medikamentenstudien bei Covid nicht aus Deutschland kommen. Also das eine ist sicherlich Finanzierung. Solche Studien kosten Geld. Das zweite ist der Zusammenschluss mehrerer Forscher aus verschiedenen Standorten, um solche großen Studien auch konzipieren zu können. Hier gibt es gerade in England ein stärkeres, sage ich mal, Vorgehen von oben. Also die Politik zwingt geradezu die Wissenschaftler zusammenzuarbeiten. Und dort werden Patienten viel leichter in Studien auch rekrutiert. Hier muss man wirklich, sage ich mal, Eigeninitiative als Forscher zeigen und Kolleginnen und Kollegen dann auch überzeugen, mitzumachen. Und wir haben natürlich auch in Deutschland sehr viele behördliche Hürden. Ich sage das mal so. Es gibt Ethikkommissionen in Deutschland, wo sie ein halbes Jahr brauchen, bis sie einen Ethikantrag genehmigt bekommen. Und wenn wir das im Rahmen der Pandemie jetzt anschauen, dort sind natürlich solche Anträge zu Covid-19 jetzt auch bevorzugt behandelt worden. Aber es gibt da viele Hürden. Also gerade wenn auch eine Pharmafirma eine Studie plant mit großen Finanzmitteln, wo das Geld keine Rolle spielt, dann dauert das ja Jahre, bis man so eine Studie in der Praxis umsetzen kann. Also das sind so die Faktoren, die die Forschung in Deutschland schon behindern. Finanzierung, viele Vorgaben der Behörden, lange Prozesse und auch die Zusammenarbeit mit den obersten Bundesbehörden. Und das ist in England anders gelöst. Und dadurch sind die nur als Beispiel sehr viel effektiver, was jetzt die Medikamentenforschung angeht, zumindest die Durchführung von großen Studien. Herr Bartenschlager, wollen Sie da noch was hinzufügen? Ich denke, das sind auch aus meiner Sicht, obwohl ich jetzt kein Kliniker bin, aber durchaus auch beteiligt war, das sind sicherlich die Hürden. Also das Schreiben eines Ethikantrags ist für sich schon ein Fulltime-Job. Ja? Und je größer die Studie, umso komplexer wird das. Und das ist schon sehr zeitraubend, sehr energieraubend und dann den Zusammenschluss und natürlich auch die Finanzierung dafür zu bekommen. Also wenn das quasi von oben beschlossen wird, wir brauchen jetzt eine Studie dafür und egal was das kostet, das Geld ist dafür da, dann wäre, glaube ich, schon ein großes Hemmnis erstmal beseitigt. Und mit dem entsprechenden Geld kann man dann natürlich auch Leute inkludieren, die einem auch helfen, diese Studien dann auch die Anträge dafür zu schreiben. Aber das ist schon ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Und in einer pandemischen Situation, wo man sowieso schon mit allen möglichen Dingen beschäftigt ist und dann jetzt noch sozusagen on top so ein Großprojekt dazu, das ist einfach extrem schwierig zu stemmen.
Herr Merpol, Sie wollten auch noch was dazu sagen? Was? Ja, vielleicht darf ich auch noch kurz ergänzen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch in Teilen vielleicht ein historisch und strukturelles Problem. Ich glaube, Forschungsmethodik und klinische Forschung ist in Deutschland nicht so akzeptiert, wie vielleicht im angloamerikanischen Raum. Es ist viel Wert gelegt worden, immer auf die Grundlagenforschung, die auch enorm wichtig ist. Ich möchte die überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, die klinische Forschung wird nicht so honoriert, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und das ist das, was es braucht. Es ist immens aufwendig. Eine klinische Studie, eine gute, braucht mehrere Jahre in der Planung und Durchführung. Vielleicht nicht unbedingt bei Covid, aber bei chronischen Erkrankungen und so weiter. Und das ist, glaube ich, für junge Wissenschaftler nicht so attraktiv. Es gibt aber auch gute Beispiele, glaube ich, in Deutschland, die vielleicht ein bisschen, oder Covid ist zu früh gekommen, als dass sie dort schon hätten greifen können. Im Rahmen der Dekade gegen Krebs war vom BMBF ein Studienförderprogramm ausgerufen worden, in denen wirklich große Landmark-Studien gefördert werden sollten, genauso wie wir sie hier angesprochen hatten, für Covid Recovery Solidarity, gefördert mit mehreren Millionen Euro, die im Prinzip tatsächlich die Versorgung verändern sollten und große multidisziplinäre, multizentrische Studien fördern. Und ich denke auch, das Netzwerk Universitätsmedizin, was jetzt für Covid aufgesetzt wurde, verfolgt im Prinzip ja diese Zielsetzung, die der Kluge angesprochen hat. Die Vernetzung zwischen den großen Zentren, die auch Studien durchführen können und Expertise haben, die muss verbessert werden, die Kooperation muss verbessert werden, damit wir dann eben auch kurzfristig in der Lage sind, große, erfolgreiche Studien durchzuführen. Großartig. Unsere Zeit ist leider schon fast rum, deswegen werde ich jetzt zu unserer Abschlussfrage kommen. Und zwar würde ich gerne noch von Ihnen, gerne allen dreien, wissen, wie Sie in die Zukunft schauen. Also was erwarten Sie in den nächsten Monaten, Jahren noch im Bereich der Therapien, was da die Entwicklung angeht? Zum Beispiel, Herr Kluge, auch was mich auch interessiert, was wünschen Sie sich denn jetzt noch so in der Behandlung im Klinikalltag? Also an welchen Momenten denken Sie immer wieder, hier bräuchten wir jetzt das und das Medikament? Na, wir wünschen uns natürlich schon ein Medikament, was man extrem frühzeitig geben kann, vielleicht sogar oral, also als Tablette, was schwere Verläufe verhindert. Ja, das wünschen wir uns. Ansonsten wünschen wir uns natürlich, dass weitere große Studien jetzt durchgeführt werden und auch publiziert werden, damit wir wissen, welche Patienten profitieren vielleicht von welchen Medikamenten. Es gibt ja ein paar Hoffnungsträger. Also es gibt hier noch einen weiteren Antikörper gegen die Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor. Das ist das Otilimab. Das ist eine Pressemitteilung, auch wieder von GSK, noch keine Studie. Aber zumindest hat man hier wirklich viele Patienten, über 800 hospitalisierte Erwachsene untersucht. Und da sind wir sehr gespannt auf die publizierten Ergebnisse. Also es kommt noch eine ganze Menge. Aber wie gesagt, wir dürfen auch nicht zu optimistisch sein. Und ich würde mir wünschen, dass man wirklich nur Medikamente einsetzt, die auch empfohlen werden in den Leitlinien. Und nur, da war ja auch eine Frage im Chat, warum kann ich nicht mehr Medikamente einfach auch geben als Heilversuche nach dem Motto, wir wissen, ich sage es nochmal, gerade auch beim Chloroquin ist ein Beispiel, da sind Studien abgebrochen worden aufgrund von Herzstillständen. Also man kann nicht einfach, es sind ja oft Krankenhauspatienten, kriegen sehr viele Medikamente parallel, die kriegen nicht ein Medikament, sondern haben ja auch Vormedikationen. Also der Intensivpatient kriegt im Schnitt 15 Medikamente in Deutschland und da gibt es Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten und das ist beim Chloroquin auch ein Thema und auch bei Antibiotika. Also es ist meines Erachtens naiv, einfach mal dann Medikamente einzusetzen, die nicht in guten randomisierten Studien einen Benefit für die Patienten gezeigt haben. Ich bin trotzdem voller Hoffnung. Vor allem ist natürlich im Moment nach wie vor der Abstand wichtig, die Maske und die Impfung. Ich sage es so, weil wir einfach bei den Medikamenten weiter schauen müssen, was dort auf uns zukommt. Herr Bartenschlager, wie gucken Sie in die Zukunft? Was wird dann noch auf uns zukommen? Ich würde mich da nahtlos anschließen. Also ich würde hoffen und eigentlich auch damit rechnen, dass wir in einer momentan nicht wirklich gut abschätzbaren Zeit Wirkstoffe haben, die tatsächlich bei früher Gabe die Virusvermehrung hemmen und damit natürlich, wenn ich die Virusvermehrung hemme, natürlich auch alle Folgeerscheinungen, die dadurch ausgelöst werden. Nochmal, wenn wir das mit Influenza vergleichen, das ja von dem Verlauf her Hauptvirusausscheidung ist eigentlich vor dem Beginn der Symptome und damit Übertragung. Wenn man das also früh gibt, dass man damit A, die schweren Verläufe blockieren kann, B, aber auch Transmission an Kontaktpersonen. Und dieser Wirkstoff muss natürlich eine recht hohe Resistenzbarriere haben, sonst ist er nutzlos und schnell verbrannt. Aber mit diesem Wirkstoff wäre es sicherlich von Anfang an, wenn wir das gehabt hätten, deutlich leichter gewesen.
Ich würde mir auch hoffen, dass die Forschung dann nicht mit dem Ende aller Impfaktionen einfach aufhört, sondern dass wir uns weiterentwickeln und diese unangenehme Erfahrung nutzen, auch Richtung Breitbandvirus da die zu geben, wo wir momentan gar nichts haben. Also wenn man heute einen bakteriellen Infekt hat, gibt es ein Breitbandantibiotikum. Hat man einen Virusinfekt, muss man schon genau wissen, welches Virus. Und erst dann kann man das Medikament, weil es eben keine Breitbandmedikamente gibt. Ich denke, die zukünftige Forschung sollte sich in diese Richtung bewegen. Wirkstoffe, die gegen Coronaviren generell wirken und gegen andere Virusgruppen. Und wenn wir mal in die Zukunft schauen, welche Viren oder in die Vergangenheit, welche Viren haben denn in der Vergangenheit hauptsächlich Pandemien verursacht? Sind es Influenza-Viren, das sind Coronaviren, vielleicht noch die Viren aus der Gruppe der Ebola und vielleicht auch Flavi. Und wenn wir da quasi Breitbandvirus-Sartika hätten, hätten wir auch eine viel bessere Vorbereitung auf zukünftige Pandemien. Ich denke, wir sollten da nochmal deutlich nachdenken und auch zulegen, uns in diese Richtung zu bewegen. Und vielleicht noch ein ganz letzte Bemerkung, weil Chloroquin so oft genannt wird, das ist für mich so ein klassisches Beispiel von einer überhasteten Schlussfolgerung aus einem Zelllaborversuch an einer Kulturschale in eine Klinik. Wenn man sich die Daten, auch die frühen In-vitro-Daten genau anschaut, wird man eigentlich gleich zu der Erkenntnis kommen, das taugt eigentlich nicht wirklich viel. Wenn die antivirale Effektivität schon so nah an der Zytotoxizität liegt, das heißt, das Medikament wirkt auch dadurch, dass es die Zellen umbringt. Und wenn ich die Zellen umbringe, habe ich natürlich auch einen scheinbaren antiviralen Effekt, aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und das ist so ein klassisches Beispiel für überhastete Schlussfolgerungen. Und wenn dann noch große Politiker das propagieren, ist umso schlimmer. Also da würde ich mir hoffen, dass wir daraus gelernt haben und ein bisschen genauer auf die In-vitro-Ergebnisse schauen und auch einen höheren Anspruch haben, bevor wir sagen, wir gehen damit weiter in eine klinische Studie. Damit kann man Zeit, Geld und auch Leute oder Todesfälle letztendlich auch verhindern. Ja, vielen Dank. Herr Morpol, das letzte Statement geht an Sie. Ja, vielen Dank. Ich würde das auch unterstützen wollen. Ich glaube, welche potenziell vielversprechenden Kandidaten auftauchen werden, kann ich nicht einschätzen. Aber was immer da kommt, glaube ich, sollte sorgfältig evaluiert werden. Und Hydroxychloroquin ist ein gutes Beispiel, wo man eben vielleicht zu schnell zu die Hoffnung zu groß war. Also das wäre mein wichtiger Appell. Wir sollten wirklich schauen, dass vernünftige Studien gemacht werden und diese dann auch vernünftig ausgewertet werden. Und der zweite, ich versuche mich jetzt kurz zu fassen, ist so ein bisschen, dass wir, wenn das hoffentlich dann irgendwann abklingt durch Impfungen und vielleicht auch vielversprechende Medikamente, wir nicht uns alle nur auf die Schulter klopfen und froh sind, dass wir das überstanden haben, sondern auch wirklich Lehren aus dieser Pandemie ziehen und wie wir eben uns vielleicht auch für die Zukunft besser aufstellen können, was Forschungsstrukturen angeht, was Kollaboration und Netzwerke angeht, damit man dann in anderen Situationen vielleicht besser vorbereitet ist oder vielleicht auch insgesamt einfach bessere Wissenschaft und Forschung machen kann. Denn das gilt ja nicht nur für akute Situationen wie eine Pandemie. Im Prinzip gibt es ja auch in vielen anderen Erkrankungen noch durchaus viel, was man dort aufarbeiten kann und die Therapien optimieren kann. Ja, das war auch nochmal sehr wichtig. Vielen Dank dafür. Ja, dann sind wir am Ende. Ich danke allen Teilnehmenden, dass sie mitgemacht haben, sowohl den Experten für die Antworten als auch den Journalisten für ihre vielen Fragen. Transkript und Video finden Sie wie gewohnt alsbald bei uns auf der Webseite. Und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen allen ein schönes Osterwochenende zu wünschen mit hoffentlich immer noch ein bisschen Sonne und warmen Temperaturen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Vielen Dank an alle. Schöne Ostern. Schöne Ostern auch von mir. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.